Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist wieder Morgen hier und es ist wieder ein fantastischer Tag. Und ich nehme euch jetzt mal zum Hundespaziergang von mir mit, damit ihr nicht die ganze Zeit mich anschauen müsst. Und zwar möchte ich heute über das Thema Angst reden. Und wie komme ich da drauf? Ich bin heute mit einer Freundin war ich in Kontakt. Und die hat sich jetzt endlich dazu überwunden, ein Facebook-Profil aufzumachen, weil sie eben auch Dr. Joe Dispenza Studentin ist und natürlich da ganz viele tolle Inputs drauf sind auf Facebook. Und dann hat sie alles Mögliche ihren Namen geändert, dann hat sie falsches Geburtsdatum und dann habe ich sie gefragt, wieso machst du das? Und dann hat sie geschrieben, ja, sie versteckt sich, weil sie Angst hat, dass die Social Media sie irgendwie benutzen können. Und das hat mich zum Denken angeregt. Da habe ich gedacht, okay, da geht sie davon aus, dass irgendetwas außerhalb von ihr, sei es Social Media, sei es Facebook, was auch immer das Leben außerhalb präsentiert, also was die Realität präsentiert, sie benutzen könnte. Also es ist ein Opfergefühl, dass tatsächlich etwas im Außen stärkeren Einfluss auf einen haben könnte, als man selber. Und das habe ich mir jetzt mal richtig genau überlegt. Und das ist ja eigentlich genau das, was Dr. Joe Dispenza auch immer sagt, was absolut das Schlimmste und das Krankmachendste ist, wenn du die ganze Zeit in Flight- oder Fight-Modus, also in Flucht- oder Kampfmodus bist, weil das natürlich deinen ganzen Körper energetisch beraubt, weil er alle Energie braucht, um sich zu schützen oder um zu kämpfen oder um zu fliehen, respektive dann eben keine Energie mehr hat, um sich selber wieder zu heilen und zu restaurieren. Und das müsst ihr euch jetzt mal überlegen, wie viel solche Angstgedanken man pro Tag eigentlich hat. Und so ein grundlegender Angstgedanke, es gibt etwas außerhalb von mir, was mich gefährden könnte. Das ist so ein riesen genereller Angstgedanke. Und wenn du den hast und wenn du den nicht auseinander nimmst und in Lügen strafst, weil es ist ja eine absolute Lüge, alles ist in uns drin, alles ist in uns und alles entsteht aus uns heraus. Und ich sage es nochmal, sogar das Verhalten anderer Menschen uns gegenüber. Und natürlich ganz klar, alle diese Potenziale im Quantenfeld, ihr wisst es ja, werden angezogen durch unsere Frequenz, durch unsere Schwingung, durch unser Sein, wie wir in uns sind. Das heißt, wir müssen eigentlich keine Angst haben von nichts und von niemandem, vor keiner Sache, vor keinem Angriff, vor keinem Wort, vor keiner Handlung, die uns begegnet. Es kommt nur darauf an, wie wir darüber denken, ob wir das Ganze annehmen oder nicht. Aber ich muss es ja nicht annehmen, wenn ich weiß, dass ich in mir alles habe, was ich brauche und eben auch das Potenzial, dass egal, was ich höre, wie schlimm es ist, egal, wie ich angegriffen werde, egal, wie mir Angst gemacht wird von der Gesellschaft, respektive auf Krankheit verlassen werden oder alles Mögliche, was wir den ganzen lieben langen Tag so hören. Wenn wir wissen, das betrifft uns nicht und es nicht annehmen für uns und es auch nicht als Thema, als Problem annehmen, dann sind wir frei. Und dann müssen wir auch wirklich keine Angst mehr haben. Und wenn wir dann noch das Zweite genau wissen, dass Angst eigentlich das anzieht und produziert, wovor wir Angst haben, respektive noch mehr Angst produziert, da kommen ja Panikattacken. Diese ganzen Gedanken, die dazu beitragen, einfach in Angst und Panik zu leben in dieser Umwelt, das kommt nur daher, weil wir uns an der Außenwelt reflektieren. Und wenn wir das wirklich
begreifen und uns zu eigen machen, uns an unserer inneren Welt zu reflektieren, dann sind wir plötzlich absolut angstfrei. Unglaublich mutig. Dann gibt es keine Gründe mehr, unsere Träume nicht zu verwirklichen. Dann gibt es keine Gründe mehr, Dinge, die uns vielleicht Spaß machen würden, nicht zu tun. Und das ist für mich das absolute, also es bedeutet für mich absolute Freiheit. Das ist für mich Freiheit, wenn ich durch nichts und niemanden mehr beeinflusst werden kann, durch nichts und niemanden mehr manipuliert werden kann, dann bin ich doch frei. Und dann brauche ich keine Angst mehr haben und dann kann ich auch fröhlich durchs Leben laufen, weil ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich muss mir wirklich nur diese universellen Gesetze zu eigen machen und sie anwenden und nicht in dem Strudel des Gesamtbewusstseins rumlaufen, das uns versucht zu kontrollieren, indem es uns Angst macht. Und wenn du angstresistent bist, dann bist du nicht mehr zu kontrollieren. Und wenn du nicht mehr zu kontrollieren bist, dann musst du auch nicht kontrollieren, weil du weißt, Kontrolle hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es dir irgendwie Sicherheit gibt. Ja, heute fasse ich mich kurz. Ich hoffe, ihr habt den Ausblick genossen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich habe immer so viel Inspirationen am Morgen und ich finde es so hilfreich, solche Gedanken zu haben. Und ich teile sie mit euch, dass ihr vielleicht auch eine Gedankendiät machen könnt sozusagen und eure Gedanken jedes Mal ein bisschen zu hinterfragen und sagen, wo kommen die denn her? Was haben die denn für Auswirkungen? Sind die überhaupt sinnvoll? Bringen die mich denn überhaupt dorthin, wo ich will? Also, alles Liebe. Tschüss, tschüss.